Ich habe schon 22 Jahre an der Rezeption im psychiatrischen Zentrum. Unsere Aufgaben sind natürlich in erster Linie Eintritt, Austritt, Mutationen machen. Wir haben auch die Arbeitstherapie unter uns, also Aufnahmen, Lohnauszahlungen machen wir. Und wir sind einfach irgendwie ein Knotenpunkt für die ganze Psychiatrie, unter anderem auch für den Spitalverbund. Schätzen tue ich auch, wenn ich das Personal zu uns, so kommt es gut Post holen oder sonst. Einfach, dass ich die Leute sehe in der Rezeption. Und wenn ich natürlich mal sage, dass wir ein ganz starkes Team sind. Wir sind vier Frauen. Jede von uns hat unterschiedliche Charaktere, aber wir harmonieren das so gut. Wir stehen füreinander und wir haben auch ganz, ganz eine tolle Teamleiterin. Ich habe ein bisschen viel Hobby. In erster Linie natürlich Handarbeit. Handarbeit auch, und ich kann Mobby, wenn ich heimkomme, kann da sein, kann lismen, kann häkeln. Wo einfach auch für meine Seele gut ist. Ich tue auch gerne für gute Zwecke, also für Gassenküche, Flüchtlingsheim, für Frauenheim, einfach so, dass ich Unterstützung kann. Und ich habe die Pullen auch gespendet. Und so mache ich noch einen guten Zweck dazu. Ich mache aber auch wieder gerne so Plüschtierli. Und wenn ich einmal eins mache, muss ich es zweit. Meine Mutter ist im Altersheim, sie liebt so Sachen. Und einfach, und sie hat viel zu Nachtideen. Und dann muss ich aufschreiben und dann ziehe ich es voll durch. Ich liebe es auch, mit Frauen zusammensitzen und dort habe ich spezielle Freundin dabei. Und wir machen aber auch Geocaching. Geocaching ist ganz interessant, das ist wie eine so moderne Schnitzeljagd. Wir können eine App abladen und da gibt es weltweit. Und dann kann ich etwas einloggen, wo ich jetzt bin. Und ich kann laufen und dann kann ich navigieren drücken. Und dann kann ich es vielleicht etwa noch 200 Meter, dann können Sie mir den Weg zeigen. Und nach diesen 200 Meter, wenn ich näher bin, bei 10 Meter über jetzt Nadel, dann weiss ich, in diesen 10 Metern noch, muss ich suchen. Und das habe ich den 200 Catch gefunden. Meine Zukunft stelle ich mir auch so vor, die Arbeit, die ich habe. Und es ist jeden Tag auch ein bisschen Forderung, dann kommt wieder Neues dazu und das füllt mich auch aus und dann Mobbing kann ich abstellen und habe meine Handarbeit und alles miteinander ist wie ein Kreis, wo ich mich einfach wohlfühle.